Mikrowelle. Aufs Klo kann ich jetzt gerade nicht mit euch gehen, aber jedes Schlafzimmer hat ein großes Klo mit Dusche und Badewanne. Aber das sind jetzt die Jungs jeweils gerade drauf. Auch der Pool ist leider nicht benutzbar im Moment, das ist echt schade. Und das Beste ist, ich habe gerade entdeckt, dass sogar eine volle Packung Kaffee im Schrank stand. Deswegen habe ich mir gleich mal Kaffee angestellt. Eine Packung davon, die gibt es noch in groß und noch größer. Und der ist auch gar nicht so teuer. Ich habe davon auch eine gekauft. Mal gucken, ob wir schaffen, die nach Hause zu bringen. Wenn man die auf Amazon kauft, dann bezahlt man 15 Euro Versand und 30 Euro für die Packung. 45 Euro für so eine kleine Packung und die kostet hier 7,99 €. Ich weiß nicht warum, aber der Kaffee schmeckt hier irgendwie anders. Und ich weiß nicht, ob das an dem geklorten Trinkwasser liegt, aber es schmeckt einfach anders. Irgendwie besser. In Amerika keine Leute, die, also sehr wenige Leute, die normalgewichtig sind. Wir setzen uns morgen mal die mit Richtung Fairpark. Das ist so gesagt. Die fährt durch ganz Downtown Dallas. Ist das ein Polizeiofficer? Also jetzt bin ich angekommen in den Ferien. Und schaut mal in meinem Bett, in meinem großen, breiten, gemütlichen Bett. Und gucke, Mord ist ihr Hobby. Und wir hatten Chick-fil-A-Burger zum Abendessen. Und da draußen ist die Großstadt. Es ist so gemütlich und morgen schlafen wir erstmal aus.
Liebe Grüße an euch aus Dallas. Was übrigens total cool ist, in allen Restaurants, Fastfood-Places und Restaurants und so weiter, steht neben dem, auf der Speisekarte, neben dem, was ihr bestellt, eine Kalorienzahl. Das ist total cool. Das könnten die Deutschland echt übernehmen, damit man so eine Ahnung kriegt, was man da eigentlich isst. Von der Menge wollen wir jetzt aber nicht sprechen. Guckt mal die Sicht aus meinem Fenster. Dallas Downtown bei Nacht.